Wer ist da? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu... Ja, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Komm, können wir sehen? Ja. Gut, theoretisch könnten wir die Story beenden tatsächlich, aber wollen wir das schon? Wollen wir schon das Ende des Let's Plays und damit GTA 3 beginnen? Das ist die große Frage, weil das hier ist das große Finale von Let's Play GTA 5. Das wäre eigentlich nur eine Mission, die wir bei Franklin hätten. Theoretisch in der ganzen anderen Mission. Will ich schon feiern? Nein, machen wir nicht. Wir haben nichts mehr mit Michael, der ist weg. Das heißt, wir gehen mal zu Trevor und gucken mal, was der so an den Start hat. Also viele Folgen machen wir nicht mehr. Glaube ich zumindest. We are Scooter Brothers! Scooter Brothers! Ja. So, wir wollen natürlich mal gucken, was Nigel da so für uns hat. Trevor fährt einfach mal kurz mit einer Vespa durch die Gegend. Scooter Brother! Ich brauche voll die Burnout. So, fahren wir mal. Alter. Ernsthaft jetzt. Komm. So, raus mit dir. Naja, immerhin haben wir jetzt einen besseren fahrbaren Untersatz. Wir haben gerade noch eine Nachricht bekommen gerade. Und bekommen wir erst ein Messer oder was? Achso, jetzt kriegt das nur. Nö, möchte ich gerade nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache nur ein bisschen die Visa Nebenmission. Weil eigentlich möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich noch. Jetzt haben wir schon was beenden. Ich überlege gerade, aber nicht wirklich schon was. Wir werden dann mit einem neuen Land irgendwann beginnen. Mit dem neuen Let's Play irgendwann beginnen. Aber wir gehen jetzt erstmal mit Nigel ein bisschen Action machen. Theoretisch könnten wir es beenden. Wir sind mittlerweile irgendwo bei Folge 81, glaube ich, oder so. Ein Dreh rum. Also mit 85 Folgen können wir theoretisch das Let's Play beenden. Wollen wir das aber wirklich? Keine Ahnung. Ich glaube, wir so schön 50 kommen. Es könnte sein, dass wir bei 90 kommen. Weil ich glaube, der letzte Teil will. Ich will euch ja quasi alle drei Enden zeigen. Im Idealfall. Aber wir gucken einfach, was Nigel so hat. Da kommen nämlich auch noch einiges auf uns zu. Okay. Nigel, da steht er. Was geht mit dir kaputt? Oh, he's making such a fuss. These celebs. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Achso, jetzt sind immer noch mal diese komischen Eddie Napoli da dran, ne? Leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet. Or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. Alter, sind die zwei creepy. Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor. Der letzte Akt. I'm really not one for goodbyes. Gibt sich zu den Eisenbahngleisen. WTF? Was haben die vor? Na gut. Dann helfen wir mal unserem kleinen Ehepaar. Unserem... Hey! Hi! Hello! What's happening? Who are you? I'm the man getting you from A to B. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Oh God, please no! I have money on me! Lots of money! Good to know, Al! Good to know! I'll be sure to grab that after we're done. Please, let me go! I thought you were a big tough action movie guy! Aber ich bin, wir machen's danach. So, wir sollen El Di Napoli erledigen. Wo wir gerade mal erledigen sind, wie gesagt, ich habe mich gerade entschieden, wir werden nach dieser Folge in Richtung Let's Play Ende gehen. Please, I'll do anything! Ah, see, you can act! Don't listen to all those movie critics! What are those crazy old bricks with you? Just me and you, honey bun! Did you have fun with those two? They're harmless, aren't they? They are not harmless! Those
fucked up parlor game. The things that woman made me do to her feet. Ah, you lucky boy. Older women are to be cherished. Like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. What do you want? Cars? Drugs? What about art? I got shitloads of art. I know you wouldn't want that. Fuck! You barely know me, Al, and you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Oh, God. So, 900 Meter haben wir noch. Wir müssen hier von der Autobahn runter. Other than a cheeseburger, a cold beer, and you shutting the hell up, I'm all good. Whatever they pay you, I'll double it. They're not paying me anything. Then why are you doing this? Well, one, I'm a bad person. Two, I understand that love takes many forms. And three, most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. I won't tell a soul, I promise. Well, here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. Shit! Komm, wir gucken uns das an. Bye, bye. Das ist das Ende von L. Di Napoli. Jock, we've been worried sick. I regret to report the sad passing of Mr. L. Di Napoli. Train accident. Very sudden. I loved that man. We will remember him always. The way he was on TV. Before we met him. Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. Jo. Ja, dafür kriegen wir 5000. Stand, wann wurden sie von dir? Das letzte Akt. Das war Nigel. So. Dann haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Da oben wäre noch ein Rage. Was haben wir denn hier oben mit dem M? Minuteman? Was ist das? Wir haben noch Minuteman, wir haben noch Cletus. Wir haben noch eine Randale mit Trevor. Und wir haben noch Josh. Natürlich könnten wir jetzt da auch hinfahren. Oder machen wir Franklin. Ich überlege gerade. Hm. Zum Beenden ist, glaube ich, noch zu früh, oder? Die Folge zu beenden ist, glaube ich, noch zu früh. Josh war doch dieser Mibilin-Vogel, ne? Patricia. Trisha. Trevor. Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Is he treating you well? You ever. You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Oh, Patricia, I really miss. I have to go. We will go on a journey. Ja, und schon wieder so eine Vespa. Ich brauche eine Karre, eine vernünftige zumindest mal. Ich fahre jetzt keine 5 Kilometer mit der Vespa. Komm, wir nehmen die. Nee, das ist dumm. Hab ich keinen Bock. Das sind falsche Springer. Komm her! Kein Bock jetzt ehrlich gesagt auf den Heli. Auf den falschen Sprung. Das müssen wir nicht unbedingt machen. Na, dann versuchen wir es noch mit Josh. Komm. Ich will wissen, was der noch vor uns hat. Das wahrscheinlich erst im nächsten Part passieren wird, weil wir fahren müssen. Hopp. I just waxed this puppy. Also wie gesagt, rein theoretisch könnten wir tatsächlich schon in Richtung Ende des Let's Plays gehen. Lucky miss. Glück gehabt, ne? So, wir fahren hier ein Stück. Fahren wir mal kurz im Quatsch auf die Autobahn.
So, 3,3 Kilometer haben wir noch. Also wie gesagt, jetzt haben wir deutlich weniger, sonst sind wir noch 2,6, dann sind wir wieder auch wieder geschafft. Rein theoretisch können wir schon das Ende ist. Mittlerweile können wir schon das Ende des Let's Plays eigentlich einläuten. Aber ich glaube, ein bisschen müssen wir noch. Machen wir noch ein bisschen. Müssen wir mal gucken einfach. Spontan. Sind noch 800 Meter jetzt gerade. Schon wieder ein Fallschirm von da oben. Ach, Josh, wie gesagt, Josh ist dieser Immobilienhai, meine ich, über den wir auch die Schilder und so machen mussten und für den wir sein eigenes Haus da angezündet haben. Weil das Haus der Hexrolle noch immer. Oder ist das nicht hier das Haus? Ist das nicht hier irgendwo rechts? Naja, wir werden es rausfinden im nächsten Part bei Let's Play GTA 5.